kein Bock auf Arbeit, alles scheißegal. Nur Bock auf Party, Party jeden Tag. Kein Bock auf Arbeit, alles scheißegal. Herzlich willkommen bei der Blöse für mich, verschmeinte Damen und Herren. Heute, genau jetzt, schauen wir auf den Green. Roll it up an, meine Damen und Herren. Ich kann mir schon vorstellen, was er abrollen möchte. Der Lachs wird abgerollt. Okay, gönnen wir uns doch mal das Ding. Dass es mehr so Reggae-mäßig angehaut ist. Jo, auch wahrscheinlich für irgendeine Reggae-Version von den ganzen Liedern, die hier rausgekommen sind. Aber das Ding hat schon fast 500.000 Aufrufe. Ist schon krass, Alter. Ist schon echt krass. Das wurde am 3.5. hochgeladen. Also vor 10 Tagen. Boah, das ist schon ordentlich. Auch die Abonnenten. 334.000. Ist schon hart. Naja. Immer angefangen, nie zu Ende geschaut. Auf dem Sofa eingeschlafen, das kennst du doch auch. Mehr mit Verlaub, ich spreche es jetzt aus. Ich glaub, es gibt kein besseres Kraut. Wir sind ständig im Rausch, es wird sexy und laut. Von uns ständig und ständig, ob Bett oder Couch. Yes, babe, bin der Kerl, den du brauchst. Wem du vertraust, dein Wesen so wahr. Lass uns Weed holen. Ja, schon ein chilliges Sommerlied. Und ich habe vergessen, das Ding komplett laut zu machen. Ich bin ein so richtiger Spasti, ey. Also hier. This is Sweet Home, holy stuff. Holy stuff. Vor dem Kino, roll it up. Laufen friedvoll durch die Stadt. Das ganze Team vom Kusch verklagt. Du machst den Filter, roll it up. Ich mach dir mich auch, smoke it up. Nicht für Kinder, das Ort ist krass. Red Eye R, im Kopf macht's. Du machst den Filter, roll it up. Ich mach dir mich um, smoke it up. Nichts für Kinder, das Ort ist krass. Red Eye R, im Kopf macht's bang. Ich muss mal kurz was gucken. Sag mal so. Ah, Groove Attack. Ah, okay. Das war Groove Attack. Ich wollte nur gucken, dass Taylor sehen können, dass unten da steht, Lizenz bei irgendwo und ja. Na, mal gucken. Mir ist scheißegal, ob der Werbung drauf gescheitert ist. Ich will bloß nicht, dass es gesperrt wird. Das ist das halt. Also. Das will ich halt verhindern, so gut wie es geht. Deine Klassik-roten Augen machen mich scharf, lass Staub verrauchen. Fliegen ins All mit meinem Raumschiff. Vollkommen egal, ist mir die Aussicht. Sag mal so, ich find's teilweise, also mir gehen die ganzen Themen teilweise auf. Also, mir sind die egal, was die Rappers singen oder rappen, etc. Ich find's nur teilweise ein bisschen fraglich, wenn die ganzen Rapper damit angeben, wie viel Zeug die nehmen, was die nehmen, was die rauchen, was, etc. Das ist so für mich so, weil es wird ja quasi den Kindern in den Musikvideos ja so angepriest, dass es okay ist und geil ist, irgendwelche Drogen zu nehmen, sich komplett wegzuschießen, etc. Und das ist dann immer so, das ist für mich immer so ein bisschen Kacke. Quasi die Vorbildfunktion ein bisschen negativ darstellen. Aber da kann man natürlich wieder sagen, ja, die Kinder müssen doch selber wissen, was sie nehmen, was sie nicht nehmen. Auch die Erwachsenen, etc. Aber also Kinder, nimmt keine Drogen, kifft nicht, zieht nicht,
spritzt euch nichts. Am besten hört auch, also raucht überhaupt nicht, egal was. So, es ist egal, ob es jetzt eine Shisha ist oder eine E-Zigarette oder eine normale Zigarette. Am besten raucht überhaupt nicht. Das ist immer noch das Gesündeste überhaupt. Alkoholkonsum ist halt so eine Sache. Ist zwar auch, also es ist auch schädigend für den Körper und für die ganzen anderen Funktionen, die der Körper halt ausmacht. Wenn ihr welchen konsumiert, trinkt in Maßen. Übertreibt es nicht so extrem. Und ja, auch an Alkohol kann man sterben. Ihr kleinträgigen Ficker. So habt ihr weniger Sorge und eure Eltern haben auch weniger Sorge. Denn dein Arsch ist so unglaublich. Ein schöner Hase auf mir drauf sitzt. Deine Haare bis zum Steißbein. Lass uns ficken und dabei high sein. Lass uns Weed und Holy Stuff. Vor dem Kino roll it up. Laufen friedvoll durch die Stadt. Das ganze Team vom Kusch verklagt. Alles klar, ey. Aha. Na ja, gut. Anscheinend wird am hinten irgendwas angeteased. Ich habe mich schon gewundert, weil hier steht Hashtag Green. Also hier sitze ich also hier. Hashtag Green, Hashtag Smaragd. Bin ich mal gespannt. Roll it up. Ich mach die Mission, smoke it up. Nicht für Kinder, das Ort ist krass. Red Eye up, im Kopf macht's bang. Du machst den Filter, roll it up. Ich mach die Mission, smoke it up. Nichts für Kinder, das Ort ist krass. Red Eye up, im Kopf macht's bang. Also, wie gesagt, Musik ist für mich okay. Oh, fuck, Alter. Das war mein Handgelenk, was geknackt hat. Ich mag diese Verherrlichung von Drogen und anderen Konsumenten halt. Also, was man halt nehmen kann, finde ich jetzt nicht so geil. Da muss man natürlich auch wieder, wenn man jetzt hier so einen Moralbrecher hat, natürlich auch. Es gibt halt natürlich auch andere Rapper, die dann über Waffen schmuggeln, also richtige Straftaten dann irgendwas rappen. Ich weiß, sowas gibt's auch, sowas wird auch meistens überspitzt dargestellt, was für mich auch wieder komplett okay ist. Aber jetzt hier Green, der anscheinend so eine Hanfplatte abchillt mit einem Joint in der Hand, auch in mehreren Videos, also Interviews gesagt, dass er aktiver Konsument von Cannabis ist, ist dann wieder eine komplett andere Sache. Genau wie von Materia, auch bekannter Konsument Bobby D, also B-Tight. Ne, Bobby Dick, nicht Bobby D. Na gut, es kommt auf dasselbe raus. B-Tight ist auch so jeden Fall. MC Boogie, der, ja gut, ne, der hat so manchmal Absturz vor der Kamera bei seinen Interviews. Nora oder Juju hat auch schon Interviews erzählt, dass sie anfangen, also dass sie gewisse Dinge konsumieren, etc., etc. Ist für mich so, ist dann wieder so eine Sache, wenn die Leute, die Künstler, haben eine sehr junge Fanbase. Es ist ja wieder ein Unterschied, wenn man es im Interview oder irgendwo sagt, dass man das nimmt. Oder wenn es jetzt also einen guten Song, gut gerappten oder gesungenen Song, das so macht. Also darstellt. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Wir bauen eine fette Tüte, du nicht das Gras, echte Liebe. Entspannung pur, relax im Grünen, das Sex wie Fliegen, yeah. Du machst den Filter, roll it up. Ich mach dir Mission, smoke it up. Nichts für Kinder, das Ort ist krass. Red Eye Art, im Kopf macht's bang. Du machst den Oh, das war ein richtig guter Schnitt. Schnitt. Hm?
Relativ wirklich ein extrem gutes Musikvideo auch an der Stelle. Hat der gute Arthur schon wieder extrem gute Leistung gebracht. Auf der Suche nach dem heiligen Gras. Durch den Dschungel, Sonne scheint, es ist warm. Ich geh nach unten und steig ins Tal. Was leuchtet denn da mit seinem weiblichen Schal? Mhm. Alles klar. Ist das jetzt ein... Das ist ja schon nächsten Monat, das Release. Ach, ist doch ein Album, okay. Im Green Shop. Okay. Am besten finde ich natürlich die Stelle hier. Bekanntlich wäre doppelt hält besser. Jo, wird über Groove Attack rausgebracht. Also das ist der Vertrieb. Na da, Alter. Mein Smaragd, mein heiliges Star. Und ja, ich habe mir das Interview von Hypeblub von Green hoch reingezogen. Wo der Kerl über seine Sichtweise so erzählt. Was ihn antreibt, etc. etc. Ja, das habe ich gesehen. Die komplette, ich weiß gar nicht, wie lange es geht. 20 Minuten? Halbe Stunde? Ich weiß es jetzt mehr. Und ja, ich habe auch teilweise das minimale Antwortvideo von JTG gesehen. Ja, ja. Also, ja gut, gesehen ist übertrieben, ich habe es gehört. Wenn ich weiß, ich muss nicht hingucken, mache ich nebenbei was anderes und lasse einfach im Hintergrund laufen. Wie man das halt so macht. Als viel beschäftigter YouTuber. Oh, holy shit, Alter. Da muss ich selber mal kurz schmunzeln. So. Nichtsdestotrotz, wirklich ein extrem gutes Musikwerk. Visuell wie auch für das Ohr. Also. Ah gut, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Echt relativ sexy geworden. Auch ein schädiger Track, auch zum Sommer, sehr passend. Warte mal kurz. Produziert ihre bla bla bla. Und was machen wir hier? Dasselbe. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ich bin komplett im Bilde. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Falls ihr den netten Green unterstützen wollt, könnt ihr gerne unter dieses Video in die Link, also in die Infobox gehen, das Musikwerk anklicken und dann in die Infobox gehen und das Musikwerk bestellen, falls ihr möchtet. Wenn nicht, wartet einfach, bis es auf Spotify verfügbar ist und gönnt es euch dann kostenlos das komplette Album. Für die Hardcore-Fans und Supporter, stellt euch das Ding vor, es kommt nächsten Monat sogar schon raus. In 5 Wochen. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, macht ein Sinnvolles und bis zum nächsten Video, ihr kleinen dreckigen Ficker. Und wie gesagt, nehmt keine Drogen, raucht am besten nicht. Und wenn ihr trinkt, seht Alkohol als Genussmittel, nicht übertreiben. Nicht, dass ihr irgendwie irgendwo aufwacht. Ungewollt neben jemanden aufwacht oder ungewollt irgendwo ein menschliches neues Wesen neu heranwächst.
ihr wisst Bescheid. Ich kleine dreckigen Ficker. Oder dass ein gewisser, wenn es eine weibliche Person ist, eine andere gewisse Person dann quasi die Haare zurückhalten müsst. Ich kleine dreckigen Ficker. Denkt ihr darüber, abonniert meinen Channel und schreibt es in die Kommentare. Und